Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Azireh Malaysarova und heute ist das Team der Deutschen Allgemeinen Zeitung im Innenhof der Deutsch-Kasachischen Universität und warten auf den Open-Air-Kinoabend, organisiert vom Goethe-Institut Kasachstan. In einem kurzen Gespräch laden wir die Leiterin des Goethe-Instituts, Frau Friederike van Stephout, ein. Schönen Abend, Frau van Stephout. Soviel ich weiß, heute ist die erste Präsenzveranstaltung des Goethe-Instituts seit dem letzten Jahr und auch in Ihrer neuen Rolle der Leiterin. Wie fühlen Sie sich? Ich freue mich. Ich bin ein bisschen nervös und aufgeregt, da, wie Sie gerade schon gesagt haben, dass meine erste Veranstaltung als Leiterin des Goethe-Instituts ist. Und gleichzeitig freue ich mich unheimlich, dass wir nun endlich wieder einen Weg zurück zur Präsenzveranstaltung finden und mit diesem Open-Air-Kino einen guten Weg gefunden haben, die geltenden Hygieneregelungen mit einer gemeinsamen Erfahrung zu vereinbaren. Glauben Sie, das ist ein Zeichen des Rückkehrs ins normale Leben? Das ist gegenwärtig wahrscheinlich noch schwer einschätzbar, aber ich hoffe, dass es ein Weg dahin ist. Und was der Weg in das Normale betrifft, ich würde sagen, dass es jetzt gilt, auszutaktieren, wie dieses neue Normale aussehen kann und dass wir alle die Chance nutzen sollten, dieses neue Normal zu gestalten. Woher kommen diese Ideen des Open-Air-Kinos? Wir haben im letzten Jahr dieses System, was Sie auch da vorne sehen, das aufblasbare Kinosystem, angeschafft und wollten seitdem unbedingt eine Veranstaltung unter der freien Luft mit Filmen, mit deutschsprachigen Filmen gestalten. Und nun können wir das endlich tun hier im Innenhof der DKU. Warum genau diese Filme wurden für die Vorführung ausgewählt? Die Filmauswahl wurde noch vor meiner Ankunft hier in Kasachstan getroffen, aber sie stellt in meinen Augen einen sehr guten Querschnitt aus der deutschen Kinolandschaft, der aktuellen und der gegenwärtigen Kinolandschaft dar. Das heißt, wir haben Filme dabei, die sich mit gesellschaftlichen Themen Deutschlands beschäftigen. Wir haben aber auch Filme dabei, die einen Rückblick auf die Geschichte wagen und genauso einen Ausblick in die Zukunft wagen. Werden solche Abende in anderen Städten auch stattfinden? Das ist unsere Hoffnung. Wir haben ja das große Format Kino Germania, was in vielen Städten auch außerhalb von MRT stattfindet. Und jetzt mit unserem, wie ich gerade schon sagte, neuen aufblasbaren Kinosystem wollen wir natürlich auch andere Städte besuchen und da deutsche Filme zeigen. Inwieweit helfen solche Veranstaltungen der Popularisierung der deutschen Sprache in Kasachstan? Ich würde sagen, das passiert auf zweierlei Weise. Einmal ist es ganz einfach so, dass wir mit diesen Filmen und mit Filmvorführungen einen Einblick in die deutsche Kultur geben und damit auch eben zeigen, was man alles erfahren kann, wenn man die deutsche Sprache lernt und was für einen Zugang damit ermöglicht wird. Zum anderen ist es so, dass solche Angebote natürlich auch eine Popularisierung unserer Angebote dient, wie eben beispielsweise der Onleihe. Das ist ein Online-Ausleihprogramm, das wir anbieten. Dort kann man kostenlos auch alle Filme, die wir jetzt zeigen, auf Deutsch anschauen und natürlich weitere Filme und Bücher und Magazine und so weiter entdecken. Wir sind auch auf weitere Veranstaltungen seitens des Goethe-Instituts Kasachstans sehr gespannt. Was steht auf der Liste bis Ende des Jahres? Bis Ende des Jahres wird es bei uns vor allem darum gehen, noch weiter auszuloten, was wir digital, was wir aber auch in Präsenzform ausführen können. Digital werden das vor allem Bildungsprogramme, das heißt Workshops für Kulturschaffende, für Drehbuchautorinnen, aber auch für Restauratorinnen sein. Und was jetzt zeitnah ansteht, ist die Einweihung unseres Parklets. Wir haben zusammen mit dem Urban Forum hier in Kasachstan einen Treffpunkt für Menschen im öffentlichen Raum entwickelt, den wir hoffentlich bald einweihen werden. Und dazu laden wir dann natürlich auch noch mal ganz herzlich ein. Очень рада, что вновь жизнь возвращается в привычное русло. И хочу сказать огромное спасибо Deutsche Kasachische Universitäten, Goethe-Институту. Огромное спасибо за то, что наконец-то мы услышали немецкую речь, увидели эти фильмы. Сейчас я на самом деле получила огромное удовольствие. Так что viele, viele tausend Dank! Also ich muss sagen, die Veranstaltung ist bisher sehr schön. Was mir sehr gefällt, ist das Umfeld, das Eis. Das ist sehr großartig. Wichtig ist ja, glaube ich, in Zeiten der Pandemie, dass wir den Leuten überhaupt etwas anbieten. Das heißt, dass wir uns treffen, dass wir uns sehen, persönlich, physisch.
und einfach eine schöne Zeit erleben. Deswegen ist mir ehrlich gesagt der Film nicht so wichtig wie die Umgebung, wie das Ambiente, wie man so schön sagt. Das ist das Entscheidende. Von daher herzlichen Dank an das Goethe-Institut und natürlich an meine Universität. Совместно в партнерстве с Институтом Гёте наш Казахстанско-немецкий университет хочет долгосрочно организовать площадку, в которой можно будет продвигать немецкую культуру, где можно будет говорить на немецком языке, где можно будет общаться на темы, связанные с нашим межкультурным, межгосударственным сотрудничеством. Поэтому хотели бы вас пригласить на нашу площадку, которая будет этим летом и все следующие годы будет представлять вам возможность участвовать в разных многочисленных мероприятиях – культурных, научных, развлекательных. Будем стараться. Спасибо со стороны Казахстанско-немецкого университета. Еще раз сердечно приглашаю на нашу летнюю площадку.